Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal erfahren, dass Melody und Jack einen weiteren Versuch starten, um zu heiraten. Und wir werden es diesmal hinbekommen. Wir werden es dieses Mal hinbekommen. Um 14 Uhr holen wir alle unsere Leute hier an diesen wunderschönen Hochzeitsbogen. Und dann wird hier geheiratet. Ich hoffe zumindest. Also es müsste eigentlich funktionieren, indem wir sie alle übernehmen, ja, einberufen, dann hier hinschicken und dann um 14 Uhr sie alle wieder freilassen und dann müssten sie eigentlich alle einfach stehen bleiben und heiraten. Eigentlich. Hoffen wir das mal. Reiten hier schon mal vor, so. So, 6 Uhr ist es. Jetzt werden wir mal zusehen. Ihnen geht es auch allen gut. Das ist auch sehr gut. Wir werden um 12 Uhr. Um 12 Uhr werden wir sie mal alle hier vorholen. Komm schon. Leute. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen. Eieieiei. Melody hockt da hinten rum. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Ah, 10. Elf Uhr ist es. So, jetzt kommt mal hierher, bitte. Es ist 11 Uhr. Es ist 12 Uhr. Es ist 13 Uhr. Es ist... Oh Gott. 14 Uhr. Nicht euer Ernst. Wieso rennt ihr alle weg? Würdet ihr bitte hier bleiben? Würdet ihr jetzt bitte heiraten? Ja! Komm schon! Komm schon! Ah! Ich hasse sie! Ich hasse sie so sehr! Ich hasse sie alle! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hasse sie alle! Dann heiratet eben nicht, ist mir scheißegal! Weißt du, um 14 Uhr wollten sie noch nicht heiraten, dann plötzlich ging die Hochzeitsnachricht an, war aber schon kurz vor 15 Uhr, dann haben sie es auch wieder... Das ist doch nicht euer Ernst, Mann! Scheiße, ey! Ey, wisst ihr was? Ich schicke jetzt Jack nach Hause. Der Nächste, der nach Hause geht, ist Jack. Ihr seid mir echt zu blöd jetzt. Es wird mir langsam zu doof. Jetzt ist echt Schluss. Jetzt ist Schluss. Nee. Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Seit Jahren. Verdammte Axt, ey. Immer wieder das Gleiche hier. Gibt's doch wohl einfach nicht. So, na gut, wir kriegen mehr Schrott durch Jack und durch Melody, das funktioniert. Metallbau, ach ja, hey, warte mal, jetzt möchte ich mal hier kurz was gucken. Das läuft. Das hier läuft auch. Und jetzt haben wir ein Raumschiff entdeckt. Jetzt die Frage, ging das jetzt dadurch schneller? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Melody, Raumschiff kontaktieren. Bitte am nächsten Morgen. Gucken wir mal, ob wir jemanden jetzt nach Hause schicken dürfen. Oder ob wir wieder ein bisschen Nachschub bekommen. Was natürlich auch nicht so schlecht ist. Aber jemanden nach Hause schicken wäre natürlich jetzt irgendwie mehr unser Ziel aktuell. Was macht Jack denn? Hä? Orbitalkommunikation nicht möglich? Steuerkreis wurde deaktiviert. Nein! Wir sind unter 50% gefallen. Nein! Scheiße. Oh, scheiße.
Vielleicht sollten wir hier... Raumschiffmüll. Vielleicht sollten wir hier doch auf nichts gehen. Und wenn wir leer laufen, laufen wir eben leer. Oh nee, ey. Toll. So eine Kacke. Ach Mensch, jetzt hatten wir endlich wieder Empfang, ja. Und dann schalten sich die Dinge ab. Was ja auch richtig ist eigentlich, ne? Das ist ja genau das, was wir wollen, aber... Naja, gut. Naja, gut. Naja, gut. Naja, gut. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein, zwei Batteriechen bauen. Eins, zwei. Wir haben ja sowieso momentan nichts zu tun, wa? Außer das. Ja, es ist die Folge der Fehlschläge. Die Fehlschlagfolge. Keine Hochzeit. Keine Evakuierung. Nichts. Was wir jetzt aber nochmal machen, vielleicht haben wir da Glück. Wir schicken mal eben Melody zum Raumschiffmüll. Vielleicht kriegen wir noch jemanden dazu. Ich meine, das wird das Ganze dann das Evakuieren noch ein bisschen weiter verzögern, ein bisschen weiter in die Länge strecken. Aber, ich sag mal so, für ein weiteres Menschenleben können wir das gerne mal machen. So, ja, ich würde sagen, so machen wir das. Wir ziehen jetzt hier nochmal hoch, die Batterien. Damit wir dann schön auf... ...80%, genau. Ist klar, dass das jetzt nach unten gefallen ist. Damit wir schön nach oben kommen. Damit das schön läuft. Damit wir richtig schön was auf der hohen Kante haben. Damit das so 2 Tage dauert oder so. Auch nachts, bis das Ding mal leer ist hier. Ach Mensch, Leute. Das will alles nicht. Naja, nicht so wild. Nicht so wild. Wir können natürlich hiervon jetzt noch mehr bauen, aber wie gesagt, je mehr wir bauen, desto mehr muss eben auch repariert werden. Hier elektronische Geräte haben wir nur noch 39. Das geht kräftig nach unten hier gerade. Also ich bin dann doch dagegen, dass wir gerade mehr bauen. Wir brauchen... Wie sieht es aus mit... Ach, Silizium haben wir auch nur noch so wenig. Wir haben nur 8-mal Silizium. Da könnten wir natürlich mal eben darüber nachdenken, hier nochmal ein paar davon zu bauen, anzubauen, ne? Ja, ich bin ganz stark dafür. Expedition abgeschlossen. Schade. Aggressive Tiere, 171, 69. Hier, aber ihr gebt 25 mal Metall, Insektenfleisch, das ist gut. Euch können wir also dann einmal eben auseinandernehmen. So, dann kommt mal her. Freunde der Sonne. So, wie sieht's aus mit der Energie? Ah, sieht soweit ganz gut aus. Plus 439. Voll in 13 Stunden. Ja, wir kriegen die Energie hier kriegen wir nicht voll, ne? Aktuell, so über einen Tag. Aber wir haben eben momentan, wie gesagt, hier so ein leichtes elektronisches Geräteproblem. Ja, wir müssen elektronische Geräte, müssen wir definitiv irgendwo herbekommen. Sprich, wir brauchen mehr Silizium. Wir könnten natürlich, dann haben wir das auch mal gemacht. Hier war doch irgendwo so ein Insektennest. Gar nicht so weit weg. Wo war denn das? Vielleicht könnten wir unsere Überlebenden noch einmal nutzen, um dieses Insektennest auszulöschen. So, da kommen die Viecher. Die werden wieder ganz gut durchkommen, nehme ich mal stark an. Weil bis jetzt... Oh,
Ja, das ist immer. Wird dann schon ziemlich knapp hier, muss ich sagen. So, wir haben noch 3 Angreifer. Da hinten kommt noch was. 1, 2. Wo ist der letzte? Achso, der stand da noch rum. Okay, die 2 noch. Zack. Und zack. Wunderbar. Jetzt gucken wir einmal hier die übergroße Skarabäe. Die schlachten wir einmal. Einfach damit wir ein bisschen mehr Insektenfleisch noch haben. Übergroßes Skarabäe schlachten. Übergroßes Skarabäe schlachten. Übergroßes Skarabäe schlachten. 14, sehr gerne. Und das noch so. Machen wir das erstmal. So, wie sieht's aus mit unserer Energie? Ja. 61%, 62%. Ja, das ist so eine Sache, ne? Melody ist auch wieder da, wunderbar, hat aber nichts mitgebracht, das ist nicht so gut. So, warte, wir können natürlich jetzt doch das Jagen wieder bei allen auf 1 setzen, ne? Damit, wenn wir hier mal was an Insektenfleisch haben, wenn es hier mal was zu schlachten gibt, dann sollen sie es auch machen. Sofort. Gut, aber ein bisschen haben wir jetzt ja schon mitbekommen, ne? Wie viel haben wir für Insektenfleisch? 837, super. Sehr schön. So muss es sein. Okay. Ah, 50%, deswegen springen die 2 Jungs jetzt hier an. Batteriebetrieb minus 261. Ein Tag, eine Stunde. Ja, aber das ist ganz gut. Die halten so ein bisschen den Fall des Ganzen auf. So ein Müh. Jetzt müssen wir mal gucken am nächsten Tag. Ob wir die überhaupt jetzt voll kriegen tagsüber, ne? Wie viele Stunden das so dauert. Leer in 22 Stunden. Also es dauert knapp einen Tag. Wenn es dunkel wird, dauert es knapp einen Tag, bis es leer ist. Wie schnell drehen die sich gerade? Die drehen sich auch sehr langsam. Also hier kommt so gut wie gar nichts momentan. Das ist gut. Heißt, minus 261, jetzt müsste, genau, jetzt müsste es hochgehen, ne, ja, plus, und wir brauchen, um es voll zu kriegen, brauchen wir 17 Stunden, 14 Stunden, 14 Stunden. Ah, das kriegen wir wohl nicht ganz hin. Oh, ja, da, guck mal, Raumschiff entdeckt. Wir haben ein Raumschiff entdeckt. Ist hier gerade jemand in der Nähe? Samantha ist gerade in der Nähe. Samantha? Kontaktiere doch bitte einmal das Raumschiff. Nehmen wir die Notration. Das hier bringt halt nichts, ne? Ich glaube, das bringt tatsächlich nichts. Tierangriffe 51. Eieiei, okay. Von hier aus wieder. Die kommen irgendwie immer von da, ne? Und haben kein Interesse daran, hier vorne reinzukommen, soweit ich mich da nicht täusche. Ja, die greifen immer hier an. Heißt, wir müssten diese, müssten wir hier irgendwo hin platzieren. Hier ginge sogar. Dann setzen wir die einfach mal da hin. Das ist immer doof, dass die immer, die spawnen immer an der gleichen Stelle und die greifen dann immer hier den Zaun an. Da ist dann eben die Frage, ob sie eventuell auch... ...nach hier hinten flitzen. So, wir werden euch jetzt aber erstmal alle übernehmen. Und dann stellt ihr euch hier schön hin. Und dann schießt die ganzen Viecher mal weg. Hoffentlich. Uiuiui, jetzt aber Vorsicht. Moment mal, habt ihr jetzt schon... Wow, ging das schnell. Heieiei, ging das schnell. Oh, jetzt kommen sie... Jetzt kommen die Säcke wieder. Achso, weil jetzt hier offen ist. Ja, da haben sie den kürzeren Weg genommen, ne? So.
da haben sie einfach den kürzeren Weg genommen. Wir könnten natürlich auch versuchen, hier noch so ein kleines Eckchen reinzubauen aus Holz, damit die hier nicht spawnen. Aber vielleicht spawnen sie dann da drin. Ist nämlich immer der gleiche Spot, an dem sie spawnen. Das wundert mich so ein bisschen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die hier vorne hinsetzen. Die Antenne. Vielleicht hilft's ja. Jack holt die Dinger hier weg, klar. Und jetzt gehen sie alle erstmal schlafen. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Sollte eigentlich, ne? Eigentlich wäre dann das hier der beste Weg, um zu den Antennen zu kommen. Ich hoffe es mal. Hier ist auch so eine Sache, ne? Hier müssen wir auch eigentlich mal diese Ecke hier. Hier können die so schön spawnen, die Säcke. Gesundheit. Gesundheit, Vivien. Vivien weiß nicht, was sie tun soll. Dann koch du einfach mal ein paar Pilzkroketten. Genau so. So, hier vorne ist wieder was kaputt. Wir sind hier schon wieder unter 50%. Schwierig. Es ist schwierig. 38 elektronische Geräte. Metalllegierung haben wir zumindest. Aber, wie gesagt, uns fehlen eben hier. Silizium fehlt uns. So, wo war denn hier dieser? Irgendwo hier in die Richtung, meine ich. War das Insektennest? Hier. Hier ist es. Okay, hier hinten an den... Ja, okay, hier hinten an den Felsen vorbei. Gut, da müssen wir mal dran denken. Das müssen wir mal machen. Dann können wir uns ein bisschen Silizium ranholen. 100 mal Silizium gibt's hier. Jetzt auch nicht super viel, aber könnte natürlich ein bisschen helfen, ne? Das werden wir beim nächsten Mal mal machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Holen wir uns mal ein bisschen Silizium ran, damit wir mehr elektronische Geräte herstellen können. Ich meine, das Plündern sollte eigentlich auch immer wieder elektronische Geräte ranschaffen. Außerdem, wenn wir immer wieder Nachschub bekommen, können wir auch die elektronischen Geräte einfach jedes Mal nehmen. Das sollte im Großen und Ganzen ganz gut gehen. Achso, er dengelt jetzt hier nochmal die Kiste auf. Ja. Notreserven. Nicht genügend Stauraum, noch immer hierfür, ne? Ja. Weil kein Kimchi mehr hergestellt wird. Vielleicht sollten wir das einfach mal ein bisschen hochsetzen noch, ne? Wir setzen das einfach mal auf 50. Dann produzieren wir nämlich sowieso super viel Nahrung. Haben wir mal super viel Kimchi da. Dann sollte das ganz gut gehen, ne? Aber ich sehe gerade, mit dem Futter kommt Vivien jetzt nicht mehr so gut hinterher, ne? Was machst du denn den ganzen Tag, Vivien? Eigentlich sollte Vivien ja hauptsächlich kochen. Aber... davon sehe ich jetzt gerade nicht so viel. Wir müssen sie gleich mal beobachten. Oh, hier. Da kommt nochmal was. Raumschiff kontaktieren. Und verlasst uns Jack jetzt? Yes. Rettungsangebot. Ja, komm dran. Komm dran hier. Abflug in 24 Stunden. Wir werden Jack mal noch kurz ein bisschen arbeiten lassen, aber dann ist er weg. Es tut mir sehr leid, Leute. Es tut mir sehr leid. Aber die zwei, die wollen einfach nicht heiraten. Dieses ganze Heckmeck, dieses ganze Drama. Heiraten, nicht heiraten. Dies, das, tralala, das geht mir auf den Sack. Das ist wie eine Sitcom hier. Überhaupt keine Lust drauf.
Es wird herausgeschmissen, der Typ. Der wird rausgevotet. Der Jack. Ich weiß, irgendwie liegt es ja auch an mir. Ich weiß. Aber irgendwann ist eben auch mal Schluss. Irgendwann ist eben auch einmal Schluss. So, Jack darf sich nochmal ein bisschen entspannen. Dem werden wir die Klamotten dann auch ausziehen. Ist mein Vorschlag. Und dann schicken wir ihn nach Hause. Wobei das ja mittlerweile seine Heimat ist, möchte ich meinen. So, komm, Jack. Weg mit den Klamotten. Nichts. 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 Und jetzt gehst du mal bitte hier an Bord. Jack ist unbewaffnet. Ja, das ist in Ordnung. Jack ist unterwegs, an Bord zu gehen. So, warte, davon müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Screenshot machen. Das ist wichtig. Ganz klare Sache. Jack flüchtet in Unterhose. Jack, mach es gut. Es war schön mit dir. Du hast uns gut geholfen. Du hast einiges für uns getan. Es ist soweit. Auf Wiedersehen, mein Freund. Mach es gut. Da waren es nur noch 5. Leute. Ich bedanke mich für eure Zeit. Likes und Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Vielen Dank auch für den extra Support auf Ko-fi. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Stranded Alien Dawn Staffel 7. Tschüssi.